Robert Weltuntergangsstyle. Servus Leute zu einer weiteren Ausgabe von den verrückten Geschichten und heute geht es um eine Weltuntergangstheorie. Ich nehme an, jeder von euch kennt Psy, diesen leicht übergewichtigen Trendkoreaner mit seinem Erfolgshit Gangnam Style. Und am 21.12.2012 sollte ja angeblich die Welt untergehen, was sie ja glücklicherweise nicht ist. Fuck yeah! Dachten sich einige Leute aus dem Internet, nutzen wir mal den ganzen Hype, der um Psy gemacht wird, um unsere Weltuntergangskäse-Theorie zu promoten, was sie da alles hatten. Weltuntergangskäse-Theorie. Gibt's das überhaupt? Ich sag's euch Leute, die Videos tun mir auf Dauer nicht gut. Naja, und ab da wurde überall in den sozialen Netzwerken verbreitet, dass Psy nicht mehr der nette Rapper von nebenan ist mit Anzug und Sonnenbrille, sondern er sei jetzt der apokalyptische Reiter, der mit seiner Theorie alle Menschen in den Untergang stürzen wird. Da fuck! Basierend tut das Ganze auf einer Prophezeiung von Nostradamus, welche lautet: Vom stillen Morgen wird das Ende mit einem tanzenden Pferd kommen, wenn die Zahl der Kreise 9 beträgt. In diesem Fall wäre es sogar wahrscheinlicher gewesen, dass die Mayas recht hatten. Aber egal. Interpretiert wird die Prophezeiung folgendermaßen: Südkorea ist als erstes im Volksmund das Land der Morgenstille. Somit hätten wir vom stillen Morgen schon mal abgehakt. Das Pferd hingegen bezieht sich auf den Reiterhof, welcher am Anfang vom Musikvideo zu sehen ist, und auf den bekannten Reitertanz von Psy. Und die neuen Kreise stehen für die Nullen in der Anzahl der Views, die er mit seinem Video machen wird. Und es war wirklich so, dass er am 21.12. ca. 1 Milliarde Views auf seinem Musikvideo erreicht hat. Aber ich meine, was ist das für ein Typ? Mittlerweile ist er ja schon weit über der Milliarde drüber, ungefähr nur so läppische 180 Millionen Klicks mehr. Und das wirklich Verrückte an dieser ganzen Theorie war, dass sie wirklich so oft promotet worden ist, egal ob in Facebook, in Twitter, auf anderen sozialen Netzwerken, sogar in Zeitungs- und Internetportalen wurde darüber berichtet. Naja, auf jeden Fall stehen uns ja noch weitere Weltuntergangstheorien bevor und ich bin mal gespannt in den nächsten Jahren, welche Leute auf welche verrückten neuen Theorien kommen und die dann irgendwie hochpromotet werden. Vielleicht ist es ja die Weltuntergangskäsetheorie. Das war's mit der zweiten Ausgabe von Verrückte Geschichten. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, was haltet ihr momentan von Gangnam Style? Habt ihr es früher gehört und jetzt nicht mehr, weil ihr einfach sagt, es wird zu oft gespielt, überall im Radio oder im Fernsehen? Oder sagt ihr, es ist super lieb, ich kann es immer noch anhören, es macht mir Spaß? Schreibt es in die Kommentare. Und für weitere Videos könnt ihr euch jetzt hier gerne die letzte Verrückte Geschichte anschauen oder ihr schaut euch ein super Produkt an, das findet ihr hier. Für weitere Informationen besucht meine Fanpage, meine Twitterpage oder meine Webseite christhess.de und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video.